So, dann würde ich sagen, gehen wir nur ganz kurz nochmal hoch zum oberen Tor. Fragen nochmal, ob die Leute noch irgendwas zu sagen haben, bevor sie abreisen wollen. Und einer fehlt uns ja noch, der liebe Sancho fehlt uns ja noch. Wir müssen hier raus, genau. Du bist nicht Sancho, du bist irgendwer unwichtiges Aguila. Eine Frage. Habe ich meinen Ring eigentlich schon gewechselt, dass ich den... Nee, habe ich nicht. Ich hätte gerne den Offiziersring, der mir Stichwaffen und Pistole plus 5 bringt. Aber das bringt mir eigentlich gar nicht mal so viel. Stichwaffen nur plus 5 bringt mir was. Ja, nehme ich den. Offiziersring. Passt auch sehr gut zu meinem gegenwärtigen Stand. Hallo Bartolo. Achso. Du sagst nichts Neues. Blitz schnell rein und wieder raus. Okay, und du sagst... Wenn du mich fragst, sollten wir Crow lieber heute als morgen erledigen. Auf alle Fälle. Wo genau befinde ich mich? Ich befinde mich hier. Da kann ich eigentlich auch genauso gut zu dieser Patrouille selber hinlaufen. Da muss ich sie nicht großartig teleportieren. Denn vom... Ach doch, warte mal. Doch, das mache ich tatsächlich doch mal. Denn es kann ja sein, dass der Sancho, der Mann oben am Turm war. Nicht, dass ich den jetzt die ganze Zeit suche und der ist jetzt hier oben. Nee, du bist Thomas. Du bist ein sturer Mistkerl. Meinetwegen, nimm den Gefangenen und werd glücklich mit ihm. Ich habe keine Lust mehr, mich mit dir zu prügeln. Vielen Dank. Das kann auch so bleiben. Habe ich diese Kiste geknackt? Ja, hab ich. Gut, du bist also nicht Sancho, du bist Torres. Nimm ich wohl hin. Völlig egal, gehen wir trotzdem hier runter. Hier hin. Ja, ja. Warte mal, wer seid ihr beiden denn? Chavez. Okay. Ja, erstmal Taschendiebstahl. Das hat sich gelohnt. Dankeschön. Und wo ist Sancho? Genau, der war nämlich mit euch unterwegs. Wo ist Sancho? Der muss was überprüfen. Wir sind da nämlich ein paar Spuren gefolgt. Oh Gott, nein. Was für Spuren? Stiefelabdrücke. Hm, vermutlich Piraten. Sie führen zu der Grabhöhle. Welche Grabhöhle bitte? Welche Grabhöhle? Das alte Ding, gar nicht weit von hier. Weiß gar nicht, was die da wollen. Da drin gibt es nur Steine. Wie komme ich dahin? Gleich hier unten an der Felswand. Spring runter oder geh bis zur Kreuzung und dann an der Wand lang. Richtung Norden, falls du es genau wissen willst. Ja, okay. Die Felswand. Das hier ist eine Felswand. Hier kann man runter... Ja, springen. Ja, bist du Sancho? Du bist doch Sancho, oder? Sancho! Was machst du hier? Ich suche was zu essen. Nee, oder? Nein, war nur ein Scherz. Wir haben Stimmen gehört und ich soll nachschauen, was los ist. Und? Da sind Piraten. Die sind jetzt in dieser Gruft. Ich glaube, die suchen Gold. Wie viele sind das? 3 verfluchte Halsabschneider. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehören sie zu Crows Mannschaft. Dann können wir sie ja töten, nicht wahr? Einfach Halsabschneider, das lohnt doch nicht. Nee, ganz einfach, gehen wir rein und mischen sie auf. Gehen wir rein und mischen sie auf. Pff, du vielleicht. Ich bin eher dafür, zurückzugehen und Meldung zu machen. Komm, wir schnappen uns die Typen. Vielleicht haben sie ja was zum Essen dabei. Oha, da könntest du recht haben. Bringen wir die Mistkerle zur Strecke. Na, du bist ja einfach gestrickt, nicht wahr? So, kurz F5. Dann nehme ich noch dieses Goldklee mit. Und kann ja schon mal eine Waffe zücken. Sind das hier wirklich Piraten oder sind das keine... Ghule oder sowas? Aber diesen Pilz will ich schon haben. Wenn ich schon dran vorbeilaufe. Wird es wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Ich hoffe, dass es ja hier unten wieder heller wird. Tatsächlich wird es auch sehr schnell wieder heller. Kann es sein, dass es einfach nur sehr, sehr dunkle Passagen in den Höhlen gibt und aber ansonsten die relativ gut erleuchtet sind? Das ist dein Ende! Au. Ich komme hier, ich hänge hier fest. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich nicht mehr hier festhängen würde. Wo bin ich denn nur? Ach, da bin ich. Ja, wie schön. Nerv nicht. Gut, dass ich jetzt selber Halsabschneider. Nichts zu holen. Super. Gut, dass ich jetzt selber zielen kann und nicht mehr so oft verfehlen kann. Halsabschneider. 1, 2, 3. Mist! Kugel verbraten, aber das müssen ja 3 sein, nicht wahr? Halsabschneider. Hier gibt's nichts zu holen. Na super. Steck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Junge, willst du mich rollen, sag mal?
So. Ah, gegen die geballte Musketenwucht hat er wahrscheinlich nichts aus, einzusetzen. Kann ich auch so tot hauen? Nee, nee, nee. Sehr schön. Hast du irgendwas dabei? Nichts. Okay, was für Wachte da unten? Auf jeden Fall eine Kiste, das ist schon mal sehr schön. Oh, eine verschlossene Kiste. Wahrscheinlich mit vier Riegeln, ja. Super. Habt ihr Proviant? Ihr habt einen Eisenring. Was bringt denn der? Wurfwaffen plus 5 und Klingenfest plus 5. Das ist nicht schlecht für Eingeborene. Denn eine Fackel und zwar ein Proviant. Kann ich jetzt gut gebrauchen gleich. Ich kann schon mal zwar ein Proviant gleich essen. Den Pokopilz nehme ich mit. Das Essen war ganz schön dumm gerade eigentlich. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay. Das Essen war ganz schön dumm, weil ich hätte jetzt einfach irgendwo pennen können noch. Ja, hier ist ja mal gar nichts. Sancho? Das war gute Arbeit. Hatten die Kerle was Leckeres dabei? Ich habe nichts gefunden. Warte mal. Ich glaube, ich rieche Käse. Ich brauche dich für einen Auftrag. Ich brauche dich für einen Auftrag. Tut mir leid. Ich kriege meine Befehle von Alcazar. Ich auch. Endlich Schluss mit der Patrouille. Oder? Worum geht's denn bei deinem Auftrag? Wir legen uns mit Captain Crow an. Oha, da muss ich mich vorher noch stärken. Na klar. In der Stadt? Habe ich noch Zeit, was zu essen? Der Treffpunkt ist vor dem nördlichen Stadttor. Aber iss nicht zu viel. Ich brauche dich hungrig und angriffslustig. Ja, ja, schon gut. Ich werde dort sein. Wunderbar. Haben wir das? Ist hier wirklich nichts anderes außer dieser pimpfigen Kiste? Tatsächlich. Gut. Dann würde ich sagen, ich ziehe meine Muskete, stecke sie da weg und teleportiere mich zu Puerto Isabella. Oder nach Puerto Isabella, nicht zu. Puerto Isabella ist ja keine Person. Dann gehen wir hier hoch. Ich würde mich ganz gerne vielleicht nochmal eine Runde aufs Ohr hauen. Inzwischen hätte auch mal Sancho Zeit, zu mir zu kommen. Spare ich dann am besten nochmal. Siehst du das? Nö. Nett. Hast du eigentlich noch eine Kiste, die du nicht mehr brauchst? Also den Inhalt zumindest. Ja, sehr schön. Wie viel? 6. Test? Nein. Nein. Der bleibt oben. Okay. Dann du bist dahin. Oder die beiden. Okay. Ah, ist ein bisschen komplexer hier. Dann wieder hier hin. Oh Gott, ich hasse ich. So, das. Dann wieder auf Position 1 und dann zur letzten Position. Dann haben wir es. Okay. Wir haben eine Fackel, Grog, ein Schwertrohling und ein Hammer. Ist alles sehr gern genommen. Und dein weiches, warmes Bett nehme ich auch noch gleich mit. Zumindest meine Seele nimmt es mit, den Eindruck. Was soll das? Ja, du, weißt du... Ich kann Diebe nicht ausstehen, falls du mich verstehst. Ich bin auch kein Dieb. Ich habe dir nur deinen Schlafplatz gestohlen. Na gut, das ist dann auch ein Dieb. Okay. Wunderbar. Und wir kommen endlich mal dazu. Wir haben hoffentlich alle Leute mal jetzt beisammen. Alcazar, muss ich mit dir noch reden irgendwie vorher? So, du hast die Protektoren tatsächlich zusammenbekommen. Jeder hat seine Flinte und ist bereit? Sehr gut. Ei, war ein Kinderspiel. Sebastiano wartet auf dich. Geh zu ihm. Machen wir das doch. Ende. Sebastiano! Kommandant? Da bist du ja. Sehr gut. Ich hörte, dass die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Und ein Achievement. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Nee, ging. Keine ernsthaften jedenfalls. Sehr gut. Dann befehle ich dir den Angriff auf den Erdtempel. Die Protektoren sollen deinem Befehl folgen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Und nochmal 200 Ruhm. Neue Quest. Vorwärts. Marsch. Na, dann geht's mal los. So, ich würde sagen, den Typen hier, den Kombüsenjungen, also den Koch, werden wir erst freilassen, wenn wir den Erdtempel gesichert haben. Und nicht, dass er noch Crow noch warnt. So, ich speichere erstmal. Und da sind die Jungens. Hallo, Bartolo. Nein. Hat Sancho noch irgendwas zu sagen? Hier, du. Auf geht's. Gut. Martinez. Jetzt gibt's auf die Nuss. Wundervoll. Und du. Und? Was sagt Sebastiano? Können wir endlich los? Auf geht's zum Tempel. Auf geht's zum Tempel. Ja, wird auch Zeit. Geh du vor, wir folgen dir. Frag mich einfach, weil du den Weg nicht mehr weißt. Ja, ich habe eine Karte. Bartolo, Sancho, Martinez und Venturo schließen sich mir an. Wunderbar.
Klingt alles wie Ferrero Praliné-Sorten. Du läufst ein bisschen komisch. Wie auch immer du heißt. Bartolo, glaube ich. So, kurz mal gucken, wo ich lang muss. Ach, das ist ja schon ein Stück. Hier lang, da lang. Wir werden jetzt ein Stückchen laufen, glaube ich. Machen wir das einfach mal. Obwohl, warte mal, können wir nicht einfach... gut, wenn wir zum Dorf teleportieren, haben wir auch nicht viel gewonnen. Dann sind wir nämlich inmitten von Eingeborenen, die uns alle hassen. Das ist nicht so gut, dann laufen wir lieber ein Stück. Vielleicht treffen wir noch ein oder zwei Kreaturen auf dem Weg, was ich aber nicht glaube. Ich habe schon ziemlich alles von der Insel scheinbar abgeräumt, was es so gibt. So, muss ich oder kann ich hier unten lang? Ich kann. Dann gehen wir hier hoch und dann da und dann hier war das ja irgendwie, oder? Oder war das da? Das war der Tempel, oder? Gut, dann gehen wir gleich mal da lang. Alles gut, alles gut. Es kann sein, dass der Weg kürzer war, als ich eigentlich dachte. Ich weiß die ganze Zeit auf dieses Dorf fixiert. War hier unten nicht ein Jaguar oder sowas? Oder Eingeborene? Und wenn ja, habe ich die schon erledigt oder nicht? Bis jetzt sieht alles friedlich und schön aus. Alle laufen hier im Gänsemarsch. Sehr schön. Hier geht es, glaube ich, hoch zu diesem... zu diesem Friedhof. Da müssen wir also nicht hin. Wir gehen hier vorne und dann links. Genau. Vielleicht sind noch diese wunderschönen Schilder da von Venturo. Diese unauffälligen Wegweiser. Ja, das könnte hier schon ganz richtig sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier lang gingen. Oder was ist denn hier oben? Habe ich diese Truhe schon mal geplündert? Oh ja, das habe ich. Das ist ja gut. Dann ist ja wunderbar. Ja, lass uns ruhig mal nach unten lang gehen. Vielleicht können wir noch ein oder zwei Fellkämpfchen starten, bevor wir, also wenn wir da ankommen, diese Folge. Oh ja, wir sind auf den richtigen Wege. Sehr, sehr schön. Ich speichere. Ich habe 457 Kugeln. Die wollen alle gut platziert sein. So, hier oben ist ein kleines Fort. Das würde ich ganz gerne erstmal auf diese Folge noch angreifen. Vielleicht sogar einnehmen, was ist, ach hier, der Wegweiser. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich gehe mal kurz hier hoch. Dann gehe ich hier hoch. Na komm. Ja, aber vielleicht lieber da oben. Okay. Ach, guck mal, eine Maki-Beere. Proviant nehme ich gerne mit. Jetzt kriegst du aufs Maul. Kriege ich das? Ach, meine Leute folgen mir, wie schön. Da ist schon jemand. Komm zurück, wenn du ein Kerl bist. Eigentlich stehe ich die ganze Zeit hier rum, aber okay. Kommt jetzt von außen? Wie war denn das? Da oben ist jemand. Hallo? Warte mal. Geh mal da hoch. Nee. Ich krieg dich noch. Ja, mach mal. Sehr schön. Oh. Pirat. Oh, ich kann sie mal hier austreffen. Wie geil. Tot. Leider nicht. Bist du ein Pirat? Das bist du nicht. Ey, war doch zu dritt oder sowas, ne? Jetzt kriegst du aufs Maul. Das wird sich ja zeigen. So, Basil, Pirat. Ah, er ist tot, 50 Erfahrung. Läuft, kann ich ein bisschen warten, bis die noch... Bis ich den letzten Schuss, Basil, getötetes Questerfolg, bis ich den letzten Schuss geliefert habe. Wunderbar, 21 Gold habe ich erhalten. Von diesen Piraten ist hier oben noch irgendwas. Das sieht nicht so aus. Aber schön, dass ich das Nest hier gerade ausgeräuchert habe. Was ist hier noch? Ach, der Säbel. Schön, kann ich gut verkaufen. Warte mal, hier ist der Säbel. Ach nee. Ein Schurkenring, 34 Gold, einmal rum von Basil und das Korsarenschwert. Kurz gucken, wie stark das ist. 25 bis 60, Stichwaffen plus 10. Gar nicht mal so schlecht. Und was bringt dieser Diebesring? Schurkenring. Schmutzige Tricks plus 10 und Diebeskunst plus 5. Also genau andersrum zu diesem Diebesring, den wir gerade haben oder so. Kann ich hier pennen? Oh, ich kann ja sogar pennen, das ist ja Wahnsinn. Basils Truhe. Was finden wir hier? Wir finden 250 Gold. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer überhaupt Basil ist. Oder wer Basil war, besser gesagt.
Okay, dieses Lager ist besser ausmodelliert, als ich offen gestanden dachte. Ich dachte erst, das wäre einfach nur so ein komischer Holzposten halt. Aber gut. Vielleicht kann man von hier aus ja einen besseren Angriff starten, aber vorher würde ich ganz gerne nochmal... Hallo Eingeborene. Würde ich ganz gerne mal noch diese Leute unten angucken. Also ich hab da ja, hier war ja irgendeine Leiche, oder? Ja, genau. Entermesser. Pirat. Ein Krummdolch erhalten. Den nehme ich doch gerne mit. Und hier gab es doch weitere unfreundliche Menschen. Kurz mal gespeichert. Was war hier? Achso, der Wegweiser. Waren die hier unten? Hier oben waren sie auf jeden Fall nicht. Wer seid ihr denn? Da sind ein paar. So, jetzt geht's ab. Also diese Musketen sind ja großartig. Vielleicht ein bisschen einfach. Achso, ja, na gut, wenn sie zurückwerfen, nicht unbedingt. Ausweichen. Erfahrung, sehr schön. Daneben, Mist, ich kann doch noch da stehen, daneben schießen. Ärgerlich. Noch jemand? Nö. So, einmal Krieger gelootet. Goldbrocken, Fackel, noch ein Speer, noch ein Speer. Nochmal ein Proviant, sehr schön, noch ein Speer. Komm, noch ein Stückchen, noch ein Krieger, der hat was? Ein Jadestein, die haben alle Jadesteine dabei, seltsam. Speer. Noch ein Goldbrocken. Doch so eine Schädelblüte oder so. Was finden wir hier? Eine sehr gut verschlossene Kiste. Aber keine Kiste ist gut genug verschlossen, dass ich sie nicht öffnen kann. Das ist gelogen, aber ich kann zumindest diesen Ring des Diebes anlegen. Und meine Fähigkeit damit erscheinen stärken. Lass mich raten, das geht nicht. Nein. Das geht. Ah, dann bleibst du oben, okay. Okay, Kombination ist 2. Ja, warte mal. 2, 1 geht, aber dann kracht's runter. Okay, gucken wir mal weiter. Du bleibst oben. Nummer, was ist das, 4? Okay. Also 4 geht. Dann zurück zu 3. Nein. 4 geht. 5. 4, 5, 3. Okay. Nochmal. 4, 5, 3, 6, 2, 1. Genau. So, was finden wir denn? Rum, Grog, Proviant, eine Muschel und 35 Gold. Boah, wir haben schon so lange keine Muschel mehr gefunden. Die muss ich erstmal direkt öffnen. Benutzbares. Oder Plunder. Flamme noch? Ach, auch nur eine. Und sogar gleich eine Perle erhalten. Wie geil. Super. Hier ist noch eine Schädelblüte. Hier könnte man wahrscheinlich unauffälliger reinschleichen, aber das will ich gar nicht mal so, weil das macht eigentlich ganz schön Spaß, mit der Muskete hier rumzuballern. Nehme ich wieder den Offiziersring, genau. Na gut, ich gucke trotzdem mal, was es hier hinten gibt. Speichert. Vielleicht kann ich ja Gespräche belauschen. Oder ich kann euch von der Seite abknallen. Hallo. Bin sofort bei dir. Okay, das war nicht so gut. Ach so. Der orange Kreis ist nicht da. Oh, jetzt rennen die hinten hin. Was natürlich bedeutet, dass ich sie noch nicht erreichen kann. Das ist natürlich ein geiles Feature. Also das haben sie wirklich durchdacht, muss ich sagen, mit den Musketen. Daneben. Wieder daneben. Daneben. Arglistige Speere. Ruhm plus 60, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, sehr gut. Vielleicht bist du tot. Kritischer Treffer sogar, super. Wundervoll, so. Bartolo, ist mir egal, Speer. Dann Krieger. Hat 13 Gold, noch ein Speer. Esse ich kurz einmal einen Proviant. Viel haben wir noch? 23. Ja, die Vorräte füllen sich langsam wieder. Das ist sehr gut. Wenn man nicht allein auf der Jagd ist, ist das alles viel besser. Noch ein Krieger. Ganz bunt und ganz leer von irgendwelchen O-Ringen des Kriegers zum Beispiel. Und da oben ist ein weiterer Krieger. Aber hier ist noch einer. Und da oben lebt noch. 2 Proviant erhalten und ein Speer.
Ah ja, das waren die beiden Leute, die wir von hier oben gesehen haben, schon von dem Voraus. Kann ich das pflücken hier? Nein, kann ich nicht. Aber das kann ich pflücken? Ja, das kann ich. Hallo, mein Freund, kann ich mit dir reden? Das wirkt wie nein. Kritischer Treffer. Warten. Schuss. Sehr schön. Questerfolg. Die Krieger vom Tempel. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel für mich, muss ich sagen, mit der Muskete. Hatte man so vorher selten mal. Man konnte natürlich als Magier irgendwie in Gothic rumhirschen. Das Ding war ähnlich. Aber so ein mächtiges Instrument wie die Muskete hatte man vorher, glaube ich, noch nicht. Ich gucke kurz mal vor, jetzt habe rechts und links, ob hier noch irgendwas ist, ob ich noch was vergessen haben könnte. Irgendwas zu pflücken zum Beispiel. Oder hier diesen Fluss zu fallen, was natürlich auch Möglichkeit wäre. Offenbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, das heißt, morgen werde ich diesen wundervollen Tempel, ich kann mal umdrehen, werde ich diesen wundervollen Tempel, das sieht schön aus, werde ich diesen wundervollen Tempel betreten, mal gucken, was wir da drin finden. Wir sehen uns also hoffentlich morgen wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.